Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Illusion of Time hier im alles entscheidenden Tempel. Wir haben in der letzten Folge einen Speicherpunkt gefunden mit einer neuen Funktion für unseren Soldaten. Und da müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das so ein bisschen aktivieren können. Naja, ist halt immer so ein bisschen schwammig formuliert, wo ich mich dann immer mal so ein bisschen selber austesten muss. Das ist wie mit dem Wirbelsturm, ne? Der war ja auch nicht immer so gleich von Anfang an ersichtlich. Da muss man sich halt immer mal so ein bisschen rumtesten, wie was klappt. Earthquaker. Naja, Links-Rechts-Taste funktioniert ja nicht. Also da wird ja nichts passieren. Na, also ihr seht ja, wir können hier zwar aufladen, wir können unsere Aura aktivieren und alles, was dazugehört, aber irgendwie machen kann man da nichts. Also es löst jetzt nichts Neues aus, als das, was wir sowieso schon können. Na, das ist unsere Aura und jetzt ist halt noch eine dritte Spezialattacke dazugekommen. Ich würde gleich mal gucken. Wir versuchen mal. Ne, noch nicht ganz. Ich würde es nochmal versuchen, mich mal ein bisschen rumtesten. Hole euch gleich dazu, dann weiß ich vielleicht, wie ich diese Funktion aktivieren kann. Bis gleich. So, jetzt haben wir's. Genau. Einfach. Eigentlich simpel, aber es hat eine Weile gedauert, bis ich es rausbekommen hatte. So, jetzt kämpfen wir uns hier erstmal durch. Den netten Tempel. Oder beziehungsweise den bösen Skelettkopf. Ah, hier sind noch welche, die auf uns schießen wollen. Da muss ich jetzt auch unbedingt teilen, ja? So, komm. Jetzt haben wir ein Blatt. Ah, die hier noch irgendwie überstehen. Sehr gut. Wir gehen erstmal nach oben, gucken wir mal, was da ist. Außer unsere Steinriesen. Die hier absolut nicht aufhören wollen. sich mit ihren Armen da um zu herzuschwenken. Sehr gut. Beseitigt. Gut. Jetzt gucken wir mal nach hier unten. Was war hier? Außer Monster. Ah, den haben wir. So, Stärke wurde erhöht. Sehr schön. Jetzt gucken wir mal. Weg zur Haupthalle. Was das zu bedeuten hat? Haupthalle 1. Geht es hier also noch irgendwo anders lang? Auf jeden Fall ein sehr langer Weg. Merken wir uns auf jeden Fall. Jetzt wollte ich schon mal gucken, was hier oben noch war. Weil da sind wir jetzt gar nicht lang gegangen. Erstmal schön alles noch erkunden. Ja, viele Kreaturen, selbstverständlich. Den hätten wir gleich mittreffen können, hätte er sich jetzt nicht verwandelt. Komm. Ja. Der macht's uns nicht so leicht, der grüne Totenschädel. Vielleicht treffen wir ja beide. Nee. Ja. Sogar extra Leben. Sehr schön.
Na, hilft doch, wenn wir alle Monster mit beseitigen, ne? Rotes Juwel gefunden. Den schickt man direkt zum Juwelier. So, jetzt machen wir uns mal auf und gucken mal, was die Haupthalle noch so beinhaltet hat. Na, das war ja der ganz lange Weg. Aber ich wollte unbedingt nochmal schauen, was jetzt in der anderen Richtung gewesen ist. So, dann wollen wir mal Weg zur Haupthalle und dann kommen wir zur Haupthalle 1. Der lange, lange Weg. Was ist hier drüben eigentlich? Hier schon was Verstecktes? Nö, hier eigentlich nicht. Na, also hier ist eigentlich auch gar nichts, ne? Es ist nicht so wie dieser erste Garten, den wir da hatten. Oder quasi dieses, ja, diesen kleinen Irrgarten hat es, ne? Mit vielen Büschen und Monstern. Hier ist es eigentlich direkt zielstrebig hier. Gucken jetzt mal. Ja, die grünen Skelette sind wieder da, die Köpfe. Diesmal in mehrfacher Ausführung. Sie verfolgen uns. Wenn wir die mit der Kugel treffen würden, hätten wir die schneller erledigt. Aber ich denke mal, das wird uns einfach nicht gegönnt sein. Ich versuche dennoch, die irgendwie mitzutreffen. Einen haben wir schon mal. Ach, da ist ja noch einer. Na toll. Drei sogar auf einmal. Es ist halt wirklich immer nervig, weil solange die so blinkern, kannst du die ja überhaupt nicht treffen, ne? Da kannst du machen, was du willst. Ja, verfehlt. Sehr schön, den haben wir weg. Jetzt gehen wir aufs Ganze hier, das reicht mir. Naja, mal noch so ein Teil. Na, wann kommt er denn? Ah, hier geht's sogar noch weiter. Wird er ja wohl doch nicht so schnell auftauchen. Oder uns direkt entgegenfallen. Ja, da haben wir doch so einen Speicherpunkt. Können wir da irgendwie drauf? Irgendwie gerade noch nicht, ne? Schade, schade. Wäre schon ganz geil, da können wir erstmal unsere Leben wieder auffüllen, wenn wir das hinkriegen. So, nutzen wir noch ein paar Monster, die hier sind. Was ist denn da? Da war doch was. Etwas Glänzendes liegt auf dem Boden. Du hast die Sonnenbrille. Die Sonnenbrille gefunden, die einzig wahre Sonnenbrille. Hm. Was die zu sagen hat, das finden wir noch heraus. Wir nehmen sie einfach mal mit ran. Sonnenbrille. Die Brille schützt vor Strahlung, ja. Ich würde ja gerne hier hoch. Also die Gläser der Brille sind mit schwarzen Kristallgläsern bestückt. Also schon quasi wie so eine Spezialbrille, aber ich will hier hoch. Keine Chance, keine Chance. Ja, hier haben wir nochmal unsere Stärke erhöht. Vielleicht, wenn wir jetzt die Treppe hochgehen, dass wir vielleicht da irgendwie von da oben irgendwo runterspringen können, weil hier sehe ich ja absolut nichts. Hier waren wir ja schon überall gewesen, ne? Also, ich denke immer, ich habe irgendwas verpasst hier hinten. Hier kommen wir auch nicht hin. Also, es ist jetzt wirklich nur dieses Kisten, Schatzkistenteil und ja, unser
Speicherpunkt, unser Speicherportal, wo wir jetzt nicht rankommen, die auf so einer Erhöhung liegen. Kurz nach dem Betreten wird das gesamte Raum mit gleißendem Licht überzogen. Die Gläser der Brille, ja. Und wir sehen wahrscheinlich jetzt was, weil wir diese Sonnenbrille aufhaben. Sonst hätte das wahrscheinlich nicht geklappt. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Sehr schön. Ach, hier kannst du runter. Also heißt das, wir können hier auf unseren Speicherpunkt greifen. Jawoll. Sehr schön. Da wollen wir doch direkt hin. Hier können wir uns aber auch wieder als Wölfe verwandeln, wenn wir das denn möchten. So, Obotras wird aufgrund deiner Reise begreifen. So. Klar, Reise fortführen. Tief im Urlaub verborgen und gut getarnt. Nur wenige haben ihn bisher gefunden. Auf den oberen Etagen wirst du den Grund dafür sehen. Also hier wird schon irgendwie gesagt, dass in den oberen Etagen irgendwas sein soll. Das uns den Grund gibt, warum wir überhaupt hier sind. Na, ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt. Aber wir müssen da oben auch noch irgend so ein, naja, Abgrund finden, wo wir halt die Kiste in der ersten Etage öffnen können. So, wir machen jetzt hier erstmal die ganzen Monster kaputt. Solange wir sie los haben, ist doch alles gut. So, hier hast du zwei Teile. Ich guck mal, was hier ist. Hier kommen wir direkt hier hin. Also nichts Besonderes. Was das zu bedeuten hat. Ah, bloß einfach bloß den Gang daneben. Also sinnlos. Sinnlos, sinnlos. Aber ich sehe schon, das sind schon wieder Teile zum Durchrutschen. Das heißt, wir brauchen den Müll. Also erstmal wieder nach drüben und darunter springen. Auch wenn ich den Ritter lieber mag. Ach toll, zu weit nach unten gedrückt. Ne, da werden wir den nochmal brauchen, weil mit dem können wir nur halt die Durchrutschangriffe machen. Leider. Leider, leider, leider. Ah ja. Hier ist auch nochmal was zum Durchrutschen. Will ich nicht treffen lassen. Komm, ich will dich haben. Vielleicht gibst du mir noch eine Spezialfähigkeit. Nee, leider nicht. Na, zwei Monster sind hier noch auf der Etage. Das heißt, sie könnten quasi da sein, wo wir jetzt noch nicht durchkamen. Also, wo wir noch nicht hinkamen. Schwuppdiwupp. So, nicht zu weit gerutscht. Und schon sind wir hier drin. Und verwandeln uns als Müll. So. Aber wie es hier weitergeht in der nächsten Folge, würde ich sagen. Da gucken wir doch mal, was in den anderen Teilen so dabei ist. Bis dahin, euer Paddy und ciao.